Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir werden heute die Map auf schwer spielen. Challenge Tief, glaube ich, heißt die. Ich bin richtig angepisst, dass wir das letztes Mal wieder versemmelt haben, aber ich will es euch nicht wieder einen Versemmeler antun, wobei kann man natürlich nicht garantieren. Ne? Es ist trotzdem schwierig, aber wir werden jetzt mit Bananenplantage spielen, weil das Wort No Risk, No Fun, das lasse ich jetzt mal beiseite. Too much risk, no fun. Ja? Also euch 10 Fail-Folgen vor die Nase brettern, das, ich will nicht sagen schwul, was ich jetzt gerade wollte, das habt ihr nicht gehört, ich hab's nur gedacht. Machen wir es direkt, es ist schwul. Ich kann euch nicht 100 Fail-Folgen vor die Nase klatschen, weil dann irgendwann werdet ihr euch denken, ey, der hat sie doch nicht mal, nimm doch die scheiß Plantage, Mann! Also, nehme ich die Plantage. Ja, ihr habt gewonnen, ich nehme die Plantage. Ohne geht es nicht. Und es wurde wieder mal bewiesen, auf schwer, ohne eine einzige Bananenplantage geht es nicht. Und wenn jetzt einer sagt, er schafft's, dann soll er aber zu mir auch sagen, er nimmt nicht dieses Upgrade, wo er grundsätzlich doppelt Geld hat. Weil das nehme ich nämlich nicht. Wenn ich das nehme, schaffe ich es auch. Das ist kein Problem. Aber das darf nicht genommen werden. Alle anderen Upgrades könnt ihr gerne nehmen. Plus, also ohne Spezialagenten. Da ist es einfach nicht schaffbar. Und ja, ich habe kein Problem damit. Wir nehmen jetzt das Plantagchen und ist ja okay. Ist ja alles Rotscher. Geht halt nicht ohne. Ich musste es wieder mal lernen. Ich habe es probiert. Wieder mal. Ohne. Es ist in die Hosen gegangen. Also, ich bin lernfähig. Diesmal mit. Hey, hallo, wo willst denn du hin? Willst du mich verarschen? Hallo, mein Freund bist du nicht. Du bist eine Arschgeige. Aber wo willst du hin? Was kostet der? 1080, okay. So, wie sieht's mit Upgrades aus? Das rechte fehlt noch. Aber dann nehme ich jetzt dieses Bäumchen hier und fertig. Dann haben wir das erledigt. So. Das pflanzen wir hier hin. Jetzt muss ich immer hier farmen. Und wir können den jetzt auch schon upgraden. Jetzt müssen wir aber langsam Richtung Stahlblut schon denken, weil irgendwann wird es soweit. Und es wird nicht irgendwann sein, sondern bald. So. Also würde ich sagen, wir fangen mal an langsam hier mit der Nagelfabrik. So, der erste Stein ist gelegt. Wir könnten das hier noch nehmen. Wenn ich sie schon habe, dann soll sie sich auch rentieren. Wave 20. Wave 21. Wave 22. Wop. Was ist das da? Wave 23. So, jetzt ist der dann dran. Wave 24, Wave 25. So, langsam müssen wir Richtung Stahlblunz denken. Das muss jetzt bald ausgehen hier. Okay, es geht sich aus. Wir haben es. Stahlblunz, kein Problem. Nächste Runde. So. Brauchen wir auch noch, sonst wären die hier ein bisschen zu frech. Die Bloons. Wave 29. Der kriegt jetzt auch mal hier ein paar Upgrades. So, wir brauchen hier mehr Spikes, ansonsten wird das nichts, weil jetzt kommen gleich ein Haufen Stahlbloons, das weiß ich. So, schön upgraden hier. Der hat das auch. Läuft, Leute! Jetzt sparen wir auf das Affendorf. Haben wir. Das ist nur mehr setzen. So, sitzt. Und los geht's mit Wave 35. Kriegst jetzt dein Raketchen hier.
Wave 36 haben wir. Wave 37. So, jetzt kann ich's behaupten. Locker, zackig, flockig geht es. So, läuft, läuft, läuft. Ein bisschen Kohle haben wir auch schon. Das werden wir investieren in das da und das da. Wave 39. So, dann nehmen wir nur ein paar mehr Spikes, denn sicher, sicher. Wir wollen hier keine Revolution lostreten. Wave 40 haben wir. Wave 41. So, das haben wir auch. Und jetzt sind die da dran. Das ist der Wave 42. Wave 43. Wave 44. So, die wichtigen Upgrades haben wir. Für den Boss. Ich werde das jetzt da weiter hinten hinsetzen. Wie gesagt, die linke Seite, weil dass die einfach mehr Zeit hat, Spikes zu machen. Und dass die U-Boote hier die abschießen, bevor sie überhaupt die Spikes hier benutzen, weil dann bleiben die liegen als Reserve. Das ist ja als reine Reserve gedacht da hinten und nicht zum Blumensplatzen eigentlich. Weil wenn die hier vorbei sind, rechne ich damit, dass die durchgehen. Das sage ich ganz direkt. Das heißt, hier dürfen sie nicht vorbei. Und vorher war das halt hier dieser, nennen wir es mal Peak Point. Ja, dieser Höchstpunkt. Wenn sie da drüber sind, habe ich schon damit gerechnet, dass sie fast durchgehen. Und der ist halt jetzt ein bisschen nach hinten verlagert. So, Wave 47. Da Entschuldigung, Leute. Da kommt ein Haufen. Das gefällt mir gar nicht. Aber es läuft. So, Wave 47. Wir werden weiter upgraden. Wave 48. Jetzt kommt die Wave 49. Da bräuchte ich schon ein bisschen Unterstützung hier, dass das was wird. So, haben wir die Nägel hier. Wave 49. Kommt ein Haufen. Auch dieses Upgrade hier einfach. So, wir haben es sehr gut, weil jetzt kommen nämlich ein Haufen Herzen noch. Das weiß ich. Die 49er ist so eine Giftrunde. Und da würde ich das schon gerne aktivieren hier. So, da. Dass das ein bisschen leichter geht. Wave 50. So, kein Problem soweit. Jetzt warten wir, bis wir das hier aktivieren können. Wave 51, so. Wave 52. Und Wave 53. So, das haben wir auch da unten. Wave 54. So, das müssen wir aktivieren, das ist jetzt fällig. Hat hinkaut, Wave 55. Bräuchte es auch wieder. Ich hoffe, das ist bald wieder ready. Es wird nämlich schon knapp da hinten. Es geht noch, es geht noch, es geht noch. Knappe Sache, Leute. Wave 56. Okay, ist sich ausgegangen. Wave 57. So. Es geht sich aus. Wir haben das Upgrade hier. Sehr wichtig. Der macht gut Damage hier. So, und jetzt bauen wir was gegen Bossen. Nämlich die Spike Factory. Der soll den
Stärksten da raussaugen. Und wir werden eine U-Boot-Party starten. Nachdem wir den haben, weil einmal, also gegen einen Bloon-Chipper für die Bosse brauchen wir auf jeden Fall. Sonst wird es giftig. So, haben wir. So, läuft Wave 60. Wir nähern uns der 63er der Giftrunde. Wave 61. Zu viele Herzen. Dann nehme ich das jetzt einmal. Sicher, sicher. Wave 62. Nächste Runde wird's ungut. Das wird schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig, Leute. Aber ich weiß schon, wie wir dem Ganzen Herr werden. Wir werden jetzt einfach brutalst U-Boote bauen. U-Boote bis zum geht nicht mehr. Und einen Stopper, den da, den Bombentower. So, der kommt hier hin und der wird immer auf den ersten gehen. Und das haben wir, das. Und zusätzlich nehmen wir noch einen zweiten Bloom-Chipper. Der bringt jetzt nichts, aber für nachher. Ich setze jetzt drauf, dass ich den hier gut aktiviere, ja. Das wird jetzt mein Geheimnis werden und ich hoffe, das funktioniert auch so. Ihr seht, da kommt ein Haufen. Dabei kommen wir noch klar. So. Müssen wir aufpassen. Wenn zu viele da kommen, müssen wir das sofort aktivieren. Ich aktiviere das lieber gleich, sicher, sicher. Und ich habe so das Gefühl, es war zu früh. Aber es geht, es geht. Wir haben es überstanden. Wir haben es überstanden, Leute. Wave 64. Da geht's ab hier. So, wir können den gleich hier aktivieren. So, jetzt haben wir zwei gegen die Bosse. Das haut hin. Wave 65. Jetzt ist wieder U-Boot-Time. Hier noch eins hin. Schön upgraden natürlich unser U-Boot. Zack. Zack. Und die Rakete kriegt es auch gleich. So, jetzt haben wir drei U-Boote. Haut hin, Leute. Wave 66. Jetzt machen wir ein viertes U-Boot. Das setzen wir dann nach hinten hin. Was da hinten auch noch ist. Eins ist ein bisschen verteilen das Ganze. Das hat auch die Rakete. Jetzt haben wir 4. Wave 67 ist es. Wave 68. Wave 69. So, wir nehmen ein fünftes U-Boot jetzt. Das setze ich hier in die Mitte. So. Rakete hat es auch. Wave 69 ist es. Wave 70. Wave 71. Soweit läuft es hier. Ziemlich wilde Geschichte. Wave 72. Langsamer lasse, dann seht ihr mal, was hier los ist. Richtig giftig. Hier geht's ordentlich zu. Wave 73 haben wir noch. So, jetzt können wir den endlich mal upgraden. Für die fetten Spikes, die explodierenden. Wave 74, glaube ich, haben wir gerade, oder? Ja. So, ready. Jetzt gibt's die dicken Spikes. Wave 75, Leute. Es geht los. Und wir werden uns, was werden wir denn machen noch für einen schönen Tower?
Eistor vielleicht. Ja. Mach mal einen Eistor, den macht man sehr selten. Was meint ihr? Ihr könnt mich nicht beraten, ihr seid nicht live dabei. Shit! Was machen wir? Boomerang Tower vielleicht? Mach mal einen Boomerang Tower, Leute! Voll ausbauen natürlich. Linke Seite natürlich. So, hier sind ein paar Bananen zum Einsammeln. So, wo sind wir denn? Bei Wave 77 schon. Da kommt ein bisschen was. Oh, das geht. Brauche ich nichts aktivieren, das geht. Der kriegt jetzt seine Boomerangs hier. So, wir sind in Wave 77. Aber es ist noch nicht gelaufen, es kann nur böse ausgehen. Ich würde gerne einen Träger noch nehmen. Gehen wir hier das Schiff hin. Wir nehmen das linke Upgrade Vollwäsche. Ich verkaufe jetzt diese Bananenfarm hier. Braucht man nicht mehr. Geht auch ohne jetzt inzwischen. Und weiter geht's, Leute. Wave 78. Einfach zur Sicherheit, sage ich, werde ich da noch eine dritte Nagelfabrik mit dem linken Upgrade, mit dem rechten Upgrade bauen, zum Aktivieren. Nur zur Sicherheit, falls da was kommt, weil dann kann ich es zweimal aktivieren. Ja, so schafft man es eigentlich relativ sicher. Ja, sicher will ich nicht sagen, aber es ist höchstwahrscheinlich. Ne? Einfach nur zur Sicherheit, sage ich mal. So. Jetzt brauche ich 14.000 für das hier. Wave 79, auch eine sehr giftige Wave. Es geht sehr schnell, das kann BÄM und dann ist durch. Ja, wenn die Stoßweise kommt, da muss man echt wirklich aufpassen. Hier, das kann so schnell ins Auge gehen. Und vor allem das Schnelle muss auf Knopfdruck ganz schnell weg. Weil sonst BÄM ziehen die durch hier. Das geht so schnell, Leute. Oft genug haben wir schon in den Arsch getreten gekriegt. Die Blumen wehren sich bis zum geht nicht mehr teilweise, die kleinen Ratten. So, Wave 80. Da kommt einiges auf die Blooms zu da unten. 5 Raketen schon mal sowieso. Wave 81. So, jetzt werde ich zum Beispiel einmal aktivieren. Wo ist mein Pfeil? Ich finde den Mauszeiger nicht. Oh, Scheiße. Ich habe jetzt meinen Mauszeiger gesucht. Ich kann sie nicht aktivieren, wenn ich nicht weiß, wo die Maus ist. So, Leute. Und der Träger ist fertig. Zack. Wave 82. Das hilft auch wieder ein bisschen. Wave 82. So, das aktivieren wir gleich einmal hier. Bisschen Entspannung ist dann. So geht es, Leute. So stelle ich mir das vor. Da müssen wir nichts mehr bauen. Das haut jetzt hin. Wave 83. Also ich denke, wir müssen nichts mehr bauen. Das sollte schaffbar sein jetzt. Das sollte gut hinhauen, was wir hier machen. Es geht so schnell. Ich will euch auch ein bisschen was zeigen. Ich lasse mal langsamer, weil ihr seht ja gar nichts außer Boom, Boom, Boom. Ne? Das ist ja nicht so der Burner, ne? Wenn man alles wegdrückt. Das macht ja auch keinen Spaß. Ich lasse mal ein bisschen durchlaufen hier. Wenn es euch nervt, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Ich meine, man muss ja nicht gleich reinschreiben. Hey, verpiss dich, drück auf schnell! Könnt ihr reinschreiben, nee, lasst es langsame oder whatever ihr reinschreibt. Nee, wenn ihr es nicht wollt, schreibt es ruhig rein. Ich lasse euch das gerne hier, dass ihr die Blumen so ein bisschen beobachten könnt. Wobei, viel sieht man im Moment gerade nicht. Wave 84, jetzt sieht man wieder was. Können wir sie anschauen, wie wir die Blumen vernichten. So, jetzt muss ich die Segler wieder aktivieren hier. Die kommen schon ungut nah da. Und das machen wir jetzt auch. Rein damit. Und gleich nochmal, denn das wird jetzt ungemütlich. Oh, Scheiße. Houston, wir haben ein fettes Problem. Scheiße, was mache ich jetzt? Irgendwas brauche ich noch. Wir haben ein Problem. Houston! Nochmal aktivieren. Puh, der war knapp. Ich bin jetzt ein bisschen planlos gewesen, weil ich will immer normale Tower setzen, aber hier kann ich keine normalen Tower setzen. Da
das war jetzt arschknapp, Leute. Letzte Wave. 85er. Hossa die Holla, das war knapp. So, jetzt gibt's aber in die Fresse hier für den Grünen. Das wird meine Rache jetzt dafür, dass ihr mich bei der 84er so gehopt habt. Fast wären wir draufgegangen. Ich glaube, der Träger hat uns ein bisschen gerettet jetzt. Sowas kann ins Auge gehen. So, jetzt drück mal ein bisschen auf schnell, weil der braucht ein bisschen lange, bis er platzt hier. So, und weil ihr hässlich seid, aktiviere ich jetzt nochmal alles, dass alles zugespiked ist. Wir haben einen Geheimerfolg. Schön, wenn man jetzt nur wüsste, welcher das ist. Einen schönen geheimen Erfolg haben wir. 5 Münzen, die wir uns hinten wo rein können, weil ich nichts mehr brauche. Eine schöne Goldmedaille und 1200 Eier. War ein schönes Spiel, Leute. Hat echt Spaß gemacht. Trotz der Bananenfarm, man muss ja nicht übertreiben. Ich meine, wir haben es gesehen, es geht nicht. Ist okay. Ja, ich fluch da nicht rum. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ne? Es ist ja schön, wenn es schwer ist. Aber trotzdem, ich möchte es betonen, wer es nicht weiß, das da, wo ist es denn? Geldverdoppelungsmodus. Diesen Scheiß werde ich deaktiviert lassen. Wenn jetzt aktivieren steht, heißt es, dass es deaktiviert. Das nehme ich einfach nicht, weil das ist... Es macht keinen Spaß. So, ihr werdet zugeschissen mit Geld. Und der dümmste Vollidiot, ich muss das mal so ausdrücken, schafft sogar auf der schwersten Stufe dann alles. Also das ist einfach lächerlich, dieses Upgrade. Das ist zu OP. Das werde ich nicht nehmen. Und jo, dazu stehe ich auch. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden und köpft mich deswegen nicht. So, da bin ich nur ein bisschen eingekauft und ich sage jetzt danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Bloons. Und schaut ruhig auch die anderen Spiele an, was wir hier im Channel haben. Da ist volle Action angesagt. Bis dann, Leute. Tschüss. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.